Wie man mit dem richtigen Schutz für das S23 Ultra ein paar hundert Euro sparen kann, besprechen wir in diesem Video. Hallo, ich bin Stefan von Brodos. Und ich bin Markus von Brodos. Ja, Markus, heute haben wir das nagelneue S23 Ultra hier, aber irgendwas passt an dem Telefon nicht. Was fehlt denn? Ja, du weißt ja, drei Viertel der Menschen schützen ihr Telefon mit einem Case. Und das fehlt bei dir hier gerade. Ja, also und darum geht es heute auch. Und wie man ein paar hundert Euro mit dem richtigen Schutz rausholen kann, das zeigen wir euch und lösen natürlich dann auch gleich auf, was es mit den paar hundert Euro auf sich hat. Und wir haben heute natürlich mal neben dem Original-Samsung-Gerät auch Original-Samsung-Taschen oder Cases. Und zwar einmal das View Wallet Case und einmal das Silikon Case. Habe es auch schon ausgepackt. Sieht dann tatsächlich so aus. Das schieben wir nochmal hoch, damit ihr das auch besser sehen könnt. Und der Unterschied, Markus, ist relativ eindeutig. Was ist der Unterschied zwischen View Case und Silikon Case? Ja, am Ende hast du ja mit dem, ich sag mal, mit dem Booklet Case nochmal einen Displayschutz. Mhm. Und ja, dieses Smart View ist hier auch wieder mit dabei beim Original Case. Genau. Das zeigen wir gleich mal. Also wenn man jetzt hier einmal mit dem Finger drauf geht, dann kann man auch diese unterschiedlichen Themes irgendwie auswählen und würde jetzt auch signalisiert werden, wenn ein Anruf kommt. Also das ist wirklich der Rundumschutz von Samsung. Was muss man dafür anlegen? Ja, also so 50 Euro kriegt das Case, genau. Und damit ist sowohl die Rückseite als auch der Rahmen und auch das Display gut geschützt. Und bei dem Silikon Case ist irgendwie natürlich klar, da geht es vor allem um die Rückseite und den Rahmen. Und das Display wäre dann an der Stelle nicht geschützt. Richtig, ja. Aber dazu kannst du ja eine Displayschutzfolie oder Glas ja entsprechend drauf machen. Und dazu kommen wir gleich nochmal. Haben wir eine ganz wichtige Frage an euch, aber das klären wir gleich. So, und jetzt habe ich es schwupps auch hier in Silikon Case rein. Also muss man sagen, passt genau und top, so wie man es sich von dem Originalzubehör auch tatsächlich wirklich wünscht. Und das liegt jetzt bei 40 Euro preislich. Jawohl, okay. Also zwischen 40 und 50 Euro. Und dann gibt es aber natürlich auch nochmal kompatible Alternativen, also das heißt von Drittherstellern. Und da haben wir jetzt ganz konkret einmal Nevox und 4Smarts. Und da ist es dann am Ende auch wieder das gleiche Konzept. Und zwar haben wir von Nevox hier ein Case, das man genauso wie auch das Samsung Case S23 rein und gleicher Schutzeffekt. Kompatibel, klingt immer ein bisschen günstiger. Was muss man da anlegen, Markus? Ja, das liegt so Nylon-Case ist das und es liegt so um die 20 Euro. Liegt um die 20 Euro und wenn man es richtig macht, dann steckt auch der Stift drin und passt natürlich. Ich zeige es euch nochmal, die aufmerksamen Nutzer haben es gerade gesehen, Stift war raus, aber also wirklich fühlt sich auch gut an, gute Haptik und dann haben wir hier jetzt nochmal, und das ist der Nachteil von diesem 4Smarts. Hier fehlt natürlich oben diese View-Möglichkeit. Aber wir schauen gleich nochmal, ob das also auch von der Passgenauigkeit bisschen hackeliger, aber klappt auch. Hier nochmal Kreditkarte, Visitenkarte rein und gleiches Konzept vom Schutz. Was muss ich dafür anlegen? Ebenfalls 20 Euro. So, aber Markus, jetzt mal ganz ehrlich, was hat es denn jetzt mit dieser steilen Behauptung auf sich, dass man ein paar hundert Euro sparen kann? Ist eigentlich ganz einfach. Also am Ende, wenn du dein Telefon schützt mit einem Case, mit einer Folie, dann hast du einfach weniger Gebrauchsspuren und kannst das fast also als neuwertig, ja, beziehungsweise sehr neu verkaufen. Mhm. Und da kriegst du am Ende, wir haben es mal recherchiert, um die 300 Euro mehr. Und zwar zwischen dem kaputten Display und einem intakten Display. Jetzt muss man natürlich eine Sache dazu sagen. Hier bei diesem Silikon-Case, da gibt es, zeige ich mal in der Kamera, gibt es so einen Überstand, sodass das also auf der Display-Seite natürlich dann auch funktioniert. Da wäre so ein View-Case natürlich besser. Aber es gibt natürlich Folien, Glas und Hybridglas, mit dem man dann auch sein Telefon zusätzlich schützen kann. Und das ist ein relativ komplexes Thema. Und da seid ihr jetzt wirklich gefragt. Wir hätten nämlich einen Experten im Haus und der hat aber gesagt, der kommt nur, wenn ihr ihn anfordert. Also mal ganz dringend in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr den Michael sehen wollt, der euch dann mal wirklich den Unterschied zwischen einer Folie, einem Hybridglas und einem Glas erklärt und wir das dann auch mal live vorführen. Und dann, Markus, wäre jetzt in dem Fall dieses
Silikoncase mit der richtigen, idealerweise dem Hybridglas oder dem Glas, auch gut geschützt. Und dann mit einem intakten Display um die 300 Euro mehr im Wiederverkaufswert. Und damit ist das Rätsel aufgelöst. Und wenn das bei euch Aha gemacht hat, dann lasst gerne ein Like da. Und abonniert natürlich den Kanal und kommentiert fleißig, weil wir wollen ja wissen, ob wir den Michael das nächste Mal sehen wollen. Markus, vielen Dank. Ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal.